In den 60er, 70er Jahren, liebe Geschwister, war in der muslimischen Welt der Islam so fremd, viele wissen das heute gar nicht. Einer in Marokko, ein Scheich, sagte, ich ging an die Uni, da gab es eine einzige Frau mit Hijab, mit Kopftuch. Die 60er, 70er Jahre, das war die Jahre des Liberalismus in der islamischen Welt. Ägypten, Tunesien, Marokko, viele Länder. Hijab, Jok, nirgends. Wie sieht es in Marokko heute aus? Möge Allah Marokko bewahren. Jeder kennt Atatürk, oder nicht? Schon mal gehört? Wo ist er und wo ist die Türkei heute? Er hat den Adhan geändert. Der Koran-Verbot, Al-Hijab-Verbot. Und was ist geblieben? Allah ist geblieben, subhanahu wa ta'ala. Die türkischen Geschwister, möge Allah mit ihnen gnädig sein, die das erlebt haben, diese Folter. In dieser Zeit, natürlich gab es Schmerz, oder nicht? Wir jetzt, wenn wir über 130 Jahre Algerien reden, das reden wir hier in einer Sekunde, war schlimm, jetzt geht das Leben weiter. Das waren 130 Jahre Folter, Töten, Mord. Vergewaltigung, alles. Ist es vorbei oder nicht? Es ist vorbei. Haben die Muslime gewonnen oder nicht? Sie haben gewonnen. Allah Azza wa Jal lügt uns nicht an. Allah Subhanahu wa Ta'ala betrügt nicht. Allah hat gesagt, ich prüfe euch. Aber ich werde euch zum Sieg verhelfen. Individueller Sieg durch Shahada, durch Märtyrertod. Individueller Sieg dadurch, dass du standhaft geblieben bist als Muslim und deine Religion nicht verkauft hast. Individueller Sieg, dass die nächste Generation Vorbilder bekommt. Was denkt ihr, wie viele Generationen von Ghazza lernen werden, was Standhaftigkeit bedeutet, dass man sein Land nicht verkauft, dass man nicht aufgibt. Wie viele Generationen werden davon lernen? Sie haben bereits gewonnen. Möge Allah den Konflikt beenden, möge Allah das Unrecht aufheben. Aber sie haben bereits gewonnen. Warum gibst du auf? Die Frage ist also nur, hast du deinen Beitrag geleistet? Hast du zu Allah aufgerufen? Lebst du deine Religion? Betest du? Fastest du? Darum geht es. Allah wird seine Religion bewahren und beschützen. Aber beschütze du deine Religion. Beschütze du deine Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala, auf dass du ein Grund bist, dass Allah jalla wa ala diese Umma unterstützt. Denn, vorhin hatte ich ja die Ayah erwähnt, Allah hat versprochen, die Gläubigen zu unterstützen. Was ist die Voraussetzung? Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Vorausgesetzt, also ich werde sie unterstützen und ich werde ihnen wieder Sicherheit gewähren, nachdem sie Furcht erlebt haben. Voraussetzung, sie dienen mir und gesellen mir nichts bei. Dienen wir Allah subhanahu wa ta'ala? Wie viele Menschen nehmen Zinsen? Muslime. Wie viele Muslime trinken Alkohol? Wie viele Muslime nehmen Drogen? Wie viele Muslime begehen Zina? Wie viele Muslime und so weiter und so fort? Normalerweise wäre die Frage, ja Rabbi, warum ist nicht mehr passiert? Normalerweise mit diesen Kriegen gegen Allah Jalla Jalaluhu ist es doch ein Wunder, dass nur das passiert ist, was bis jetzt passiert ist. Aber Allah ist gnädig. Allah will uns nicht vernichten. Allah will uns die Möglichkeit geben, zurückzukehren zu ihm, subhanahu wa ta'ala. Möge Allah Jalla wa Ala all unseren Geschwistern, egal wo sie sind, wo sie unterdrückt werden, möge Allah ihnen beistehen.